Hallo und herzlich willkommen. Die Base wird Ihnen präsentiert von Rebell. Die Heli-Schleuse ist groß genug für jeden erwerblichen Heli auf dem Dodo-Server. Mit dem Fahrstuhl kommt man vom Landedeck bis zu dem Heli-Landeplatz. Von hier oben hat man alles in Sicht. Nun geht es mit dem Dishcam-Fahrzeug zu der Flakstellung. Kein Heli hält mehr als 20 Treffer mit der Dishcam-Kanone aus. Das ist eine unüberwindliche Schleuse. Die Base hat drei Ecken, die sehr übersichtlich sind. Hinter den Panzersperren ist ein provisorisches Minenfeld installiert. Man kann Fahrstühle nutzen, um schnell seine Position zu verändern. Das ist einer von zwei Wachtürmen, die hier oben auf dem Dach installiert sind.
Das Dach wird auch als Gyrokopter-Landefläche genutzt. Kein Heli kann dank der Bienenwaben auf dem Dach landen. Das ist der Haupteingangsbereich, der auch mit einer Schleuse gesichert ist. Weiter geht's mit der Rennstrecke. 5, 4, 3, 2, 1, go! Den Haupteingang einsehen und verteidigen. Mit der Hilfe des Fahrstuhls fahren wir jetzt mit dem M113 zum Landedeck.
Nun die Verteidigung vom Wachturm aus. Ein Abenteuer zu Fuß beginnt immer mit einem Basejump. Man kann auch ohne die Schleuse zu öffnen die Base verlassen mit irgendeinem Fahrzeug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.